Let's go, Mann. Gibt's auf den Gang zwei Hasen? Nein, Mann. Oder? Nur Hase, Schildkröte und aus. Okay. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, das umbauen zu lassen. Leider habe ich den ja nur zeitlich begrenzt. Sollte ich den für immer behalten dürfen, dann würde ich's machen. Halten Sie jetzt an der roten Ampel. Ich halte an der roten Fußgängerampel. Jetzt haben die Fahrzeuge rot und ich kann fahren, Mann. Wenn Sie Lust haben, können wir uns diese Woche noch einmal treffen und ich gebe ein bisschen Nachschulung in Sachen Verkehrskunde. Sie scheint da noch nicht so versiert zu sein, junger Mann. Das liegt daran, dass ich mehr im Urlaub als im Dienst bin. Urlaub? Ich war schon lange nicht mehr im Urlaub, Mann. Ich habe damals den Weg des Polizisten eingeschlagen, wegen den Frauen und der Kohle. Nicht. Also, behalten Sie es für sich. Wir hatten einen Deal ausgehandelt mit Herr Coleman vor ein paar Tagen, vor zwei. Ja, lassen Sie uns das gleich besprechen. Treten Sie mal ein Stück hier kurz von dem Gefährt weg. Lassen Sie mich ganz kurz den Mann bezahlen. Sehr so. Aufmerksam. Ich danke Ihnen. Ich habe zu danken. Einen schönen Tag noch. Nicht mal zu Geld. Geht's Ihnen gut? Selbstverständlich geht's mir gut. Warum denn nicht? Sie wanken so ein bisschen. Ja, ich üb schon mal für meine Frühpension, aber naja, gut. Lassen wir das. Ah, okay. So. Schießen Sie los. Ja, ich war vor zwei, ich glaube, es waren zwei Tage hier, und da hatte ich eine Abhandlung mit Herr Coleman. Ja. Da sollten wir uns alle halt selber stellen und es sollte halt der Haftstrafe angerechnet werden. Er hatte das auch schon ausgerechnet. Ich weiß nicht, ob er es vermerkt hat, aber dieser Herr, da fehlt noch, und ein anderer, der ist aber noch nicht wach. Warten Sie mal ganz kurz hier. Ich versuche ganz kurz, wen zu finden, der mehr wird darüber weiß wie ich, denn ich muss gerade so in einen anderen Fall. Also eigentlich schon lange. Ich drücke mich. Deswegen saß ich in dem Fahrzeug. Dann heißt es wohl kurz warten. Warten Sie ganz kurz hier. Die einen eigenen Anwalt gehabt hätten. Achtung, frisch gewischt! Oh, da. Schreife 60, Code 2, Innocence Boulevard. Check. Check. Edit. Ja. Ganz kurz, bevor sie mit der Nase kommt. Ich habe die Dame jetzt in der Mittäterschaft beim ATM-Raub schon mal, ne? Ja. Sie ist damit eingegangen, so weiter und so fort. Okay. $800, 15 Monate. Check, check. Ich weiß nicht, was sie check. Jetzt mit dem Auto noch machen wollen, weil wir können ja im Endeffekt nichts nachweisen. Außer sie wollen das jetzt noch oben on top. Naja, am Ende ist sie Fahrzeuginhaberin. Ja, dann überlasse ich gerne Ihnen das, wie sie das okay. haben wollen. Ich habe ja nur schon gesagt, $800 für das eine und 15 Monate. Das andere so, sie dann. Gut, das heißt, die Hälfte haben wir schon mal fertig. Wie? Dann kommen wir zum anderen Teil, Frau Wasserhahn. Wasserhahn. Okay, Wasserhahn. 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 Richtig, ja. Okay, ist mir auch scheißegal, wie das ausgesprochen wird. Fakt ist, Ihr Fahrzeug hat eben gerade die Biege vor uns gemacht, nachdem Personen aus Ihrem Fahrzeug der Meinung gewesen sind, dass es wahnsinnig dealbeschlussig ist, Polizeiautos zu knacken. Das kann nicht sein. Sie helfen uns bei der Lösungsfindung in dem Fall. 90 für die Oder Sie können mir natürlich die ganze Zeit erzählen, dass Sie gar keine Ahnung haben und das nicht sein kann, aber dann sind Sie die Fahrzeuginhaberin. Das heißt, Sie werden die volle Strafe dafür bekommen. Wir kommen gleich vorbei, dauert nur noch so 5 Minuten. Ui. Für was genau? Kommen. Also was haben die gemacht? Ist dabei, ich komme dort. Versucht, ein Polizeifahrzeug vor dem PD zu knacken. Korrekt. Und das haben Sie gesehen, oder? Korrekt. Ja. Dann wissen Sie doch, wer es war. Ja, okay, ja, Sie. Die Täter sind sofort geflohen. Ich? Also Sie haben mich gesehen vom PD? Ihr Fahrzeug. Achso. Wer von Ihren Leuten, mit denen Sie gerade unterwegs sind, hat denn noch einen Schlüssel für Ihr Fahrzeug, wenn Sie sagen, Sie waren das nicht? Alle. Aha. Also von dem Fahrzeug gibt es ungefähr 25 Schlüssel und jeder, den ich kenne, hat einen. Mhm. Deswegen kann ich Ihnen das nicht sagen. Jetzt engt sich der Personenkreis aber ein, wenn ich Ihnen sage, dass die Dame Ihnen gegenüber da in das Fahrzeug eingestiegen ist. Boah, du Verbrecherin! Ich kenne die Dame erst seit 20 Minuten, ehrlich gesagt. Schönen guten Tag. Hallo. Haben Sie einen Schlüssel für den Audi von der Dame Ihnen gegenüber? Nein, ich habe nicht mal einen Führerschein. Sie haben keinen Führerschein? Ich bin heute erst angekommen. Sie hat keinen Schlüssel. Ja, habe ich auch nicht gesagt, dass sie... Also ich kenne sie wirklich erst seit 20 Minuten oder so. Gut. Stimmt, der Herr. Nee, der Wo ist denn der... Da. Ich nehme an, dass Sie einen Schlüssel haben werden für das Fahrzeug der Dame. Also mein Schlüsselbund ist groß, ich habe viele Schlüssel. Ich bin Aha. der Meister der Schlüssel. Gibt es etwas, was Sie gestehen wollen, oder wollen Sie die Dame echt maximal in die Scheiße reiten und die volle Strafe dafür der Dame geben? Auf jeden Fall maximal in die Scheiße reiten und die volle Strafe der Dame geben.
Alles klar, machen wir so. Kein Problem. Herr, ja. Hallo, Herr Döppen, Kollegen, kommt mal mit mir. Ja gut. Keine Ehre unter Dieben. Maximal scheiße. Ja, Fakt ist, wir haben... wenn wir das jetzt nur eine Testfrage waren und wir jetzt einfach innen komplett in die Scheiße reiten. Also Fakt ist, dass da ein Typ drin saß vorhin in dem Audi. Er hat ja mit uns gesprochen. Ja, ja. Ich frage es nur. Ich meine eben, das war der. Gesehen habe ich ihn nicht. Augenblick, ich rede mal mit der Dame. Mhm. Ich schreibe die Akte weiter. So, Frau Wasserhahn. Die 44 von der 72 kommt. Ja, bitte. Sie haben gehört, was Ihr Kollege gerade gesagt hat, oder? Nee, er war leise. Ach so. Ich habe den Herrn gerade gefragt, ob er uns eventuell etwas mitteilen möchte oder ob er tatsächlich Sie vollkommen in die Scheiße reiten möchte und dafür verantwortlich sein will, dass Sie die maximale Strafe dafür bekommen. Seine Antwort ist gewesen, auf jeden Fall in die Scheiße reiten und die maximale Strafe. Und da bin ich jetzt traurig. Ich sage Ihnen, wie es ist. Wir wissen, dass er gefahren ist. Ich werde sie ihm allerdings nicht beweisen können, ohne ihre Aussage. Ich weiß wirklich nicht, wer das Auto gefahren ist. Also da haben wirklich ungefähr 25 Leute einen Schlüssel für. Werden sie leider in den sauren Apfel beißen müssen und werden dafür gerade stehen müssen. Ich habe schon eine Kirsche gebissen. Was aber, er getan hat. Ja, was? Wollen Sie jetzt an mir rum, oder was? Was war das? Eine Frau holen. Ja, wenn jemand belästigt. Deckt. Natürlich habe ich bitte. Ja, immer habe ich... Hier in der linken Hosentasche. Können Sie einen Zahnbelag gepaart mit Mundgeruch eventuell leiser in der Zelle verteilen? Danke! Denn hier so rum? So, Jamie. Ja? Wir wissen ganz genau, dass Sie es gewesen sind. Dass wir dadurch, dass wir Sie nicht gesehen haben, dem Fahrzeughalter die volle Strafe aufbrummen werden. Wollen Sie wirklich dafür verantwortlich sein, dass die Dame das volle Strafmaß frisst, obwohl Sie versucht haben, die Karre zu knacken und dann herabgehauen sind? Also eigentlich schon, aber du hörst dich gerade so an, als würde man sowas nicht machen. Natürlich macht man sowas nicht. Wenn Sie die Scheiße bauen, stehen Sie doch dafür gerade und sind nicht derjenige, der die Dame komplett durch den Dreck zieht. Was sind Sie denn für einer? Anscheinend kein guter Mensch. Okay, ich war's, ich geb's zu, ich hab die ganze Zeit, ich bin aber nicht gefahren. Das war irgendwer anders, aber ich hab gesehen, dass da irgendwie ein Auto steht. Und dann hab ich gedacht, ja, vielleicht finde ich da was Cooles. So. Dann habe ich da vielleicht einen Dietrich mal angesetzt. War nur probiert, war nur Sie mal haben denken. Versucht, eins unserer Autos zu klauen! Ja, einfach mal ausleihen. Ich würde das eher als Ausleihen bezeichnen. Vor dem PD! Ja, genau, vom PD. Ja, ja, ja. Gut, ich geh noch mit der Dame reden. Jo, was geht ab? So. Dann erzählen Sie nochmal, was hat sich zugetragen? Naja, also ich war halt im Fahrrad unterwegs, weil ich halt erst mal angekommen bin und mir die Stadt angucken wollte. Mhm. Und dann bin ich halt auf die zwei Leute getroffen und die haben dann halt gefragt, ob ich halt so ein bisschen tanzen wollen würde und so, um halt ein paar Dollar zu verdienen und so. Das heißt, sie tanzen für Geld? Naja, so halt so ein bisschen. Mhm. Okay, ich verstehe. Und wie ging das weiter? Naja, und dann sehen sie... Nein, ich meine, wie ging der Tanz weiter? Also ich meine, das war jetzt dann doch schon sehr kurz, also... Ach so, ja, warten Sie. Wir müssen das Ganze ja nochmal rekonstruieren. Okay, danke, reicht. Und das heißt, Ihre einzige Aufgabe ist es gewesen, dort ein bisschen zu tanzen und Sie wussten überhaupt gar nicht, zu welchem Zweck? Nee. Ich stelle mich einmal nochmal ganz kurz mit der Frau Wasser an. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Dann können wir das dann alles klären. Mandy, das ist ja gerade vielleicht ein bisschen eskaliert. Frau Wasserhahn. Ja. Wie ist das wirklich? Mach keine Faxen. Ja, bitte. Wie lange kennen Sie die Dame gegenüber liegend in der Zelle? Ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Kollege, du weißt, dass es keinen Ausweg gibt, was du darüber machst, ne? Und wir haben sie gefragt, ob wir die Stadt zeigen sollen. Kannst du mich mit rausholen? Ja, ich hol euch alle raus. Du sollst deinen Mundgeruch leise verteilen! Ja, beruhig dich mal. Und jetzt weg vom Gitter! Was denn? Ich lehne ja doch nur. Vom Gitter weg! Das hier ist ein Gefängnis und keine Irrenanstalt! Ist ja gut, pass auf, du kriegst einen Herzkasper. So. Was genau haben Sie der Dame gesagt, warum die Dame sie begleiten soll? Rausgewiesen. Wir wären ja durchgewiesen und jetzt fangen Sie ja an, solche Faxen zu machen. Ich höre nichts, der Herr schreit da hinten so. Ja, wir haben ihr vorgeschlagen, dass wir ihr die Stadt zeigen. Ja, siehst du doch. Okay. Also wir haben ihr ein bisschen... Ja, wie haben Sie die Dame dazu bewegt, vor der Bank zu tanzen?
Also wir haben einen Junggesellenabschied vor uns und wir wollten halt ein bisschen tanzen. So. Haben Sie die Dame dafür bezahlt? Nein! Hat sie das gesagt? Schwierig. Frau Grey. Pack die Waffe weg, sonst eskaliert sie ja. So. Das willst du nicht. Die Frau Wassern allerdings sagt aus, dass sie niemals für das Tanzen bezahlt worden wäre. Die Frau Wassern sagt aus, dass sie niemals für das Tanzen bezahlt worden Nehmen wäre. Nehmen Sie Ihre Waffe runter, weil dann können wir das immer noch regeln. Ja, das geht nicht. Ey, der soll die Waffe wegpacken. Sag dem, der soll die Waffe wegpacken, ohne Witz. Bitte? Geld habe ich ja auch ganz bekommen. Sag dem, der soll die Waffe wegpacken. Darf ich lauter reden? Darf ich mich umdrehen? Ja, dreh dich um. Ansonsten, Sie sind ja seit kurzem hier, Sie sind mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und sind da ein bisschen an die falschen Leute geraten. Sie können mir dann folgen, Sie werden dann hiermit entlassen. Wir machen nur einen Tesser. Ja, der soll da weg. Schusswaffe, ne? Was wird das hier, wenn es fertig ist? Frage im Funk, ist eine Einheit zur Verstärkung am PD verfügbar? Frau Grey, gehen Sie mal bitte da drüber. Fragen Sie mal Ihre Waffe runter, können wir gerne die Tesla runternehmen. Tempor, bitte einmal unten zu den Zellen, aktuell eine Person in den Zellen. Okay, alles ruhig. Alles 70, ruhig. ETA, Hass. Aus welchem Grund bedrohen Sie meinen Kollegen gerade mit einer Waffe? Ich will nicht in den Knast, Kumpel. Sie sind aber schon im Knast. Ja, dann will ich hier raus. Okay. Hört. Kollegen, nehmt mal eure Taser runter gerade. Die Taser, die werden jetzt runtergenommen. Sie können aufhören, die Waffe auf den Kopf meines Kollegen zu richten. Okay, alles klar, mach ich. Aber man kommt auf keine komischen Ideen. Nein. Wir werden auf gar keine komischen Ideen kommen. Okay, und so. Ja, guck mal, ich bin jetzt am Arsch. Ich bin ein Vollidiot. Ihr habt meinen Ausweis bekommen. Ihr wisst, wer ich bin. Ich bin richtig. Dämlich. Scheiße, Sie nehmen da drin meinen Kollegen gefangen und bedrohen meinen Kollegen mit einer Waffe. Das ist so korrekt, ja. Ist passiert. Wie stellen Sie sich das vor, geht das weiter? Was ist, wenn wir alle Leute hier freilassen, Sie freikommen? Sie haben immerhin meinen Kollegen mit einer Waffe bedroht. Ja, dann lass die anderen alle drin, scheiß auf die. Hauptsache die Frau mit der roten Jacke. Die soll raus. Und gut. Nee. Aber wenn wir Ihnen dahingehend entgegenkommen sollen, müssen Sie uns entgegenkommen. Die Frau soll raus? Ist überhaupt gar kein Problem, aber dann muss auch mein Kollege rauskommen. Ja, aber dann ist das Problem, dann sitze ich ja jetzt noch länger im Knast. Das haben Sie gut erkannt. Ja, aber das ist ja scheiße. Ja, war ein scheiß Plan. Ich würde gern auch raus. Ja, Ihr Plan ist nicht so sonderlich gut gewesen. Wir können natürlich die Frau mit der roten Jacke drin lassen und dafür gehen Sie raus. Was halten Sie davon? Jamie, ich hab nicht mehr lange, geh du. Ja, okay, ich geh, scheiß auf die. Okay, dann lassen Sie meinen Kollegen da stehen. Ja. Und ich halte Ihnen hier die Türe auf und Sie können rausspazieren. Ja, und ihr lasst mich dann einfach gehen, oder was? Ja. Wie wollen wir das denn das sonst machen? Das ist doch nie im Leben. Ich nehme den einfach mit, der ist mein Haustier. Nein, mach keine Faxen. Ich glaube nicht, Faxen. Dass du das so ist. Aber auf dem... Nein. Moin. Der hat jetzt 4 Taser, 5 Taser kassiert. 6 Taser. Aua. 6 Taser, 7, reicht. Jetzt hört er auf den Arm an. Sie können uns nicht begleiten. Jamie. Nein, dann sind's 8. Lebst du noch? 8. Alle guten Dinge sind 8. So. Ich auch. Frau Grey? Ja. Ich muss Ihnen da hinten einmal ganz kurz zeigen, kommen Sie noch mit mir. Leitstelle von der 72. Ah ne, der Zettel wurde leider abgehangen. Wir können. So, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Passen Sie auf sich auf und lassen Sie sich nicht von den falschen Leuten mitnehmen. Ich bräuchte aber noch mein Handy und mein Quäblet wieder. Das hole ich Ihnen. Augenblick, warten Sie kurz hier. Ja. Hoppla, da bin ich mit dem Wischmopp über die Schuhe gekommen. Hoppla. Anstelle für die 25 kommen. Also ich glaube, Sie sind den ganzen Tag beschäftigt. Mensch, da bin ich aus Versehen über die Schuhe gekommen im Wischmopp. Heieiei. So, da haben Sie immer beides. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Gleichfalls. So fast, all tied up like a